Unsere Nachbarn in Tschechien haben einen General zum Präsidenten gewählt. Der ehemalige Generalstabschef Petr Pavel wird neuer Präsident in Tschechien. Der frühere NATO-General setzte sich in der Stichwahl mit etwa 57% der Stimmen gegen Ex-Regierungschef Babiš durch. Pavel warb damit, dass er ein würdiger Präsident sei und die Ordnung wiederherstellen wolle. Die Wahlbeteiligung war mit rund 70% außergewöhnlich hoch. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.